Schon im alten Griechenland kamen Philosophen und Wissenschaftler auf den Gedanken, dass Pflanzen wesentlich raffiniertere Fähigkeiten besitzen, als gemeinhin angenommen wird. So haben das schon Platon und Demokrit zum Beispiel bekundet. Für den alten griechischen Philosophen Aristoteles waren jedoch Pflanzen nicht viel mehr als die Steine oder das Wasser auf dem Erdball. Er teilte Lebewesen danach ein, ob sie eine Seele haben oder eben nicht. Immerhin mussten Pflanzen ein wenig eine Seele haben, konnten sie sich doch vermehren. Aber trotzdem waren sie für Aristoteles nicht weit von jenem Stein entfernt. Demokrit dagegen achtete die Pflanzen deutlich mehr. Ja, setzte sie sogar fast mit dem Menschen gleich. Für ihn waren zum Beispiel Bäume ähnlich wie Menschen. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie kopfüber in der Erde steckten.